Hallo meine Lieben, hier ist wieder der Steineisammler. Wieder mal etwas zum Aufsägen. Kaum zu glauben, mit meiner alten Säge. Ja, sie war kaputt. Ich habe sie dann, nachdem ich mir eine neue gesucht habe und nach langem Suchen habe ich mich für eine entschieden und war dann auch total happy und wollte sie bestellen und habe dann allerdings gesehen, dass diese nach 10 Minuten Laufzeit überhitzt und sich ausschaltet. Und da habe ich gesagt, okay, sowas kann ich nicht gebrauchen. Das gute Stück hier, das macht das erst nach knapp 2 Stunden Laufzeit. Und naja, da war ich halt so frustriert, dass ich dann das Teil komplett auseinandergenommen habe und habe dann auch die Elektronik auseinandergenommen, habe da dann auch tatsächlich gefunden, was da durchgeschmort ist, habe das ausgewechselt, wieder zusammengebaut und sie funktioniert, Gott sei Dank. Das Einzige, was ich verloren habe, ist hier die Gegenschraube. Die ist mir irgendwo abhanden gekommen, das ist eine kleine Mutter eigentlich nur. Da muss ich mir aus dem Baumarkt mal eine neue holen. Ja, ich habe jetzt hier nur einen Stein, den ich aufschneiden möchte, nämlich den hier. Ich hatte schon ein Video gedreht mit Achaten aus Wendelsheim, und zwar Achate der unbekannten Art, die man in Wendelsheim auch finden kann. Das hier ist zum Beispiel so ein Kandidat. Ich habe es aus dem Grund dann das Video wieder gelöscht, weil ich leider zu viele aufgeschnitten habe und zu wenig Erfolg hatte. Das Problem ist nämlich, und das werdet ihr bei dem Kandidaten auch gleich sehen, von außen sieht das aus wie normaler Stein. Und erst von innen zeigt sich dann, ob da was drin ist. Hier haben wir einen klitzekleinen Achat. Der Rest ist mehr oder weniger nur Chalcedon. Hier sogar mal einen mit einer kleinen Bänderung drin. Ein ganz kleines Stückchen. Ja, und von außen kann man sie einfach nicht erkennen. Von außen sieht es aus wie ganz normaler Stein. Den habe ich jetzt schon gründlich gereinigt gehabt, deswegen sieht man auch was. Bei dem anderen, das ist jetzt ein gutes Beispiel, den habe ich nur halb gereinigt. So habe ich ihn gefunden. Das ist ein einfacher Stein, den würde man normalerweise nicht mitnehmen. Dann habe ich ihn gründlich gekerchert und abgebürstet. Und siehe da, es ist doch was drin. Die Frage ist jetzt halt nur, wie viel. Den mache ich jetzt nochmal mit euch, weil der hat hier oben Farbe, der hat hier unten ein bisschen Farbe. Ich hoffe, dass es schön durchgeht. Ja, wie gesagt, wenn ihr den auf dem Acker findet, den hebt eigentlich kein Mensch auf. Sei denn, er ist so bescheuert wie ich und macht sich die Mühe und sucht auch nach sowas. Ich habe von den Kandidaten ca. 20 Stück aufgeschnitten. Das, was ich vorhin gezeigt habe, war mein trauriges Ergebnis. Ich hatte auch schon welche gehabt, die sahen richtig toll aus. Und ich hoffe, das wird bei dem jetzt auch so sein. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich mit euch zusammen. Dieses Stück hier. Naja, drückt mir mal die Daumen. Schon mal sehr negativ. Er ging wahnsinnig leicht zu schneiden. Und, ach, schade. Jo. Sehr schade. Hätte sein können.
Hätte sein können, ist aber leider nicht. Och Menno, da bin ich doch jetzt enttäuscht. Ja, ich glaube, da werde ich auch nicht weiter was bearbeiten. Das rentiert sich leider nicht wirklich, auch schade. Dann habe ich noch einen, den hole ich mal gerade her. Moment. So, das ist der Kandidat. Nach dem Reinigen hat man auch sehen können, dass hier was ist. Hier ist eine große Quarzfläche. Ich vermute mal, das war mal so ein richtig schön großer Klotz. Würde ich sagen, nachdem der eine jetzt so überhaupt nichts war, schneide ich den halt auch noch mal mit. Ich auch überlegen, wie ich den am sinnvollsten schneide. Er hat hier Farbe, hier hat er Bänderung. Jetzt die Frage, wie weit geht das rein? Geht es überhaupt rein? Wenn ich ihn so schneide, dann habe ich das zwar als Bänderung, die eventuell reingeht. Allerdings habe ich hier die freie Fläche. Wenn ich sie so schneide, komme ich hier rein. Und wenn es nicht reingeht, nicht tief, dann würde es mich ärgern. Also ich schneide den leider hier über die Fläche auf und hoffe. Jo, mal gucken. Der ging jetzt leider auch ziemlich leicht. Ich vermute mal, da wird jetzt Quarz drin sein. Nee. Schade. Schade, schade, schade. Dann sitzt das leider auch nur oben auf. Wie schade. Tju. Also wie gesagt, es kann. Kann aber auch genauso gut nicht. Jetzt habe ich die anderen weggelegt. Naja, bei den anderen, da hatte ich war zwar nur wenig und nur klein, aber immerhin ein bisschen was dabei. Und jo, also falls ihr in der Ecke seid, denkt dran, auch sowas kann schön sein, wenn ihr so einen Stein seht und da ist nur ein bisschen was dran. Überlegt es euch, vielleicht nehmt dann mit und das ist was Schönes. Aber nicht enttäuscht sein, wahrscheinlich nimmt dann mitten nichts Schönes, aber wie gesagt, es kann halt. So, das war jetzt mal ein ganz kurzes Video nur. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.